Servus, wir sind die Ministranten aus der Gemeinde Niederrieden im Unterallgäu. Ja, uns gefällt das Weihnachtsevangelium in der Bibel echt gut und darum dachten wir, dass wir für Sie daheim unsere liebsten Teile zusammenfassen. Frohe Weihnachten! Hallo, ich bin die Antonia und meine Lieblingsstelle in der Weihnachtsgeschichte ist, wenn der Engel zu den Hirten kommt und ihnen die frohe Botschaft verkündet. Hallo, ich bin Mandy. Ich finde das Jesuskind toll, weil es in einer Krippe im Stall auf die Welt gekommen ist und es erinnert mich an die armen Menschen auf der Welt. Meine Lieblingsstelle im Weihnachtsevangelium ist, als die Hirten zur Krippe kommen und gleich von so einer tiefen Freude erfüllt sind. Hallo, ich bin die Nina und meine Lieblingsstelle in der Weihnachtsgeschichte ist, als der Engel Maria gesagt hat, dass sie das Kind Gottes bekommen wird, weil dadurch ja alles angefangen hat. Ich bin Marius und meine Lieblingsstelle ist eigentlich da, wo der Erzengel Gabriel der Maria sagt, Gott hat Großes mit dir vor und er liebt dich. Und mich spricht es einfach oder uns spricht es an und deswegen ist die Stelle echt nice. Hallo, ich heiße Judith Kraft und ich finde es an der Weihnachtsgeschichte richtig krass, dass Jesus, unser Retter, in einem Stall geboren wurde, als König. Hi, ich finde es schön, dass Maria und Josef einen Stall gefunden haben für Jesus' Geburt. Und dass wir jedes Jahr glücklich Weihnachten feiern dürfen. Ich bin Raffaela und meine Lieblingsstelle in der Weihnachtsgeschichte ist, dass Jesus zur Welt kam, weil er uns später von unseren Sünden erlöst hat. Meine Lieblingsstelle im Weihnachtsevangelium ist, der Engel sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Christus, der Herr. So klar und einprägsam sind die Worte der Engel, die die Geburt Jesu verkündet. Es ist so schön und ermutigend ist, zu wissen, dass wir haben einen Retter, der uns helfen kann in diesem Tag der Corona-Pandemie. So fürchtet euch nicht. Eine Freude, gesegnete Weihnachtsfest und ein gutes, gesundes neues Jahr 2021. Pfarrer Georg Weiligemengelen, Pfarrengemeinschaft Boos.